Also, wo geht's jetzt hin? Ziemlich dunkel hier. Mach mal ein bisschen Licht. Schon dabei. Oh! Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagt die im Labor. Ich bin hier. Nur 9. So viele Sterne. Stockwerke! Wow! Das ist viel, das ist viel. Gelflow. Das Gel, von dem man gerade geredet hat. Remember, this test is unsolvable without an Aperture Science Portal Quantum Tunneling Device. Okay. If you have not received one, please find a test associate before participating in the Shaft 09 Achievement Activities. Repulsion Gel was Aperture's first attempt to create dietic pudding substitute. Pudding. It's true! The gel is a sweeter, slightly less non-toxic form of fibroclast insertion that causes subsequently ingested food items to bounce off the lining of a Dieter's distended stomach and out his or her mouth. For various reasons this product was pulled from shelves. Ja, wenn ihr das ganze Essen aus dem Mund springt, ist ja auch kein Wunder. Das ist es? Na lecker. Hui! Das ist ein schönes Gefühl. Ich hoffe nur, dass das niemand im Mund hatte. Okay, dann gehe ich mal dahin. Hä? Huh? Was ist denn jetzt gerade passiert? Die Tür. Ja, schön. Wo kriege ich denn dann einen Cube her? Caution. Ha! Ja. So. Komm zurück. Dann machen wir den ganzen Scheiß halt nochmal. So. Die Cubes hier sehen aber total überhaupt nicht fortschrittlich aus. Yippie! Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Ja, und ich brauche eine neue Portalstelle. Sonst komme ich hier nicht weiter. Cave Johnson, sag mir mal, wo muss ich jetzt hin? Das sieht so aus, als müsste ich da irgendwo hin. Das wiederum würde bedeuten, dass ich irgendwo in der Richtung ein Portal setzen müsste. Aber Gott verdammt! Wo soll hier denn bitte schon eine Portalsetzstelle sein? Moment. Und da bin ich doch gekommen, oder? Ja. Next test chamber this way. Gefunden. Die Schilder sind hilfreich. Man sollte sie lesen. Gut. Moment mal, das ist aber nicht die nächste Testkammer. Müsste ich noch ein bisschen höher. Aber wo denn dann? Ha. Das sah gerade merkwürdig rot und purpur aus. Also, gut. Das habe ich. Hier bin ich. Genau. So einfach war das. Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln.
Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Beinunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Habe ich zum Glück nicht. Gut. So kann ich mir auf jeden Fall dann den Cube holen. What? Wenn das Plattformteil mal herkommt, versteht sich. Da ist es. Yippie! Cube. Cube around. Okay, warte mal. Ich hätte ihn fast in Luft aufgelöst, den Cube. So. Gut. Ich glaube, das hat das bewirkt. Ich verstehe. Und hier bekomme ich dann wieder einen neuen Würfel. Warte mal, was bringt das? Wow! Hi! Wee! Yay! Ah! An diesem Traum ist nicht alles scheiße, das muss ich zugeben. Na, Freitod. So. Gut, und das hat jetzt... verstehe. Warte mal! Na, klasse. Nochmal. Boah. Oh Gott. Gott, was ist hier los? Und das bewegt sich so schwummrig. Was auch immer das war, es ist wieder besser. So. Und... wohin? Ach so. So schwer ist das gar nicht. Ja. Warte mal. So. Ich krieg's nicht hin. Mit richtig viel Anschwung da durch. Und dann kann ich da... ja, richtig durchbashen. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Au. Ich lass mich nicht bespritzen. Kein Fall. Okay. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Spaß verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Ja, bitte sehr. Habe ich jetzt noch sehr viel von. Bisschen mehr dich davon weiterzukommen. Warte mal. Aber das bringt mir doch gar nichts. Ich habe hier keine Wand, die ich anschießen kann. Oder? Oh Gott, wo soll es hier nur weitergehen? Warte mal. Oh! Hopp. Naja. Lass nicht runterfallen. Hopp. Die nächste Wand ist natürlich... Moment, das ist dieselbe Plattform. Das bringt mir gar nichts. Ah, da oben. So schwer war es nicht. Warte mal, tiefer. Gut. Okay, dann da rein. Ha, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinen, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hat's trotzdem getan. Rappen sind teuer.
Na, das ist ein bisschen makaber. Okay. Dachte ich mir doch. Uah, ist das Ding nicht... Mag es doch... Es mag doch keine Knochen. Ach du Scheiße. Warte mal. Aber was mache ich jetzt damit? Ich muss, glaube ich, hier hoch. Ja. Das funktioniert auf jeden Fall, wie ich es mir gedacht habe. So. Das reicht, glaube ich. Yep. Ach, es ist ekelhaft, das Zeug, aber es hilft mir. Gut. Verstehe schon. Warte mal. Ich mache das da lieber gleich. Yep. Das dürfte das Rätsels Lösung sein. Whee! Whee! Ja, das sah gut aus. Und ich weiß auch schon, was ich als nächstes tun muss. Genau, Portal dahin, Portal. Warte mal. Was bringt mir das? Oh. Ich... Blau? Oh, scheiße. Dann halt nochmal springen. Hopp. Hopp. What the fuck? Das leitet dann ganz schön weiter. Aber nein, ich brauche mehr Schwung. Auf die Weise werde ich das auf keinen Fall schaffen. Das kann ich garantieren. Wow. So, ein bisschen mehr Schwung. Und das dürfte es gewesen sein. Also blau dahin. Blau da, das See. Und so. Das. Hui, 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 hui. Wow, Wand. Wow. In deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Was für Kaffee? Ich habe keinen Kaffee getrunken. Nur so zur Info. Ja, ich sehe schon. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Ah. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Okay. Ich kann die Decke anmalen. Das funktioniert dann nicht überall. Ich kann nur an dieser Fläche hier das hochschießen und dann auf den Boden platschen lassen. Und was? Wasser. Das ist definitiv... Wasser. Warte mal. Das ist doch... Das bringt aber nichts. Das wird sofort vom Wasser weggespült. Ach, denke. Ein kleines Denke. Oh! Wieso lasse ich es nicht von der Decke tropfen? Das ist doch eine bessere Idee. Plopp. Ah! Mann. Immer vergesse ich, dass ich in der Schusslinie bin. Also gut. Ja. Aber so ganz ist das trotzdem nicht die Lösung. Ich meine, was bin... Was? Was ist denn jetzt genau mein Ziel? Ich muss dahin. Hä? Oder dahin? Da hoch geht's ja auch. Hm. Wäre auch zu einfach gewesen. Warte mal, ich kann hier ein bisschen rumhüpfen. Genau. Das war's dann aber auch schon, was ich hier kann. Warte mal, ist es so einfach? Nein. So einfach ist es gewiss nicht. Wenn ich... Ist es nicht gerade?
Es ist auf jeden Fall reichlich verwirrend. Es muss perfekt sein. Und selbst dann... Es klappt aber nicht so.